am Start seid zu einem neuen veganen Low-Carb-Gericht. Ja, heute soll es leckeren Käsekuchen geben und der braucht wirklich nicht lange. Also das letzte Rezept ging schon super schnell, aber das jetzt, das ist im Nu gemacht, ja. Also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen zum einen Seidentofu, dann brauchen wir Sojajoghurt, wir brauchen Vanillepudding. Vanillepudding, den bekommt ihr ja auch im Alnatura oder beim DM von der Eigenmarke. Ich hatte hier den von Arche, den habe ich aus dem Thalea Go Vegan Laden. Ihr könnt aber auch welchen im Internet bestellen. Links dazu haben wir auf jeden Fall in der Beschreibung im Amazon-Shop. Außerdem braucht ihr etwas Bourbon-Vanille. Ihr könnt hier natürlich aber auch auf Flavedrops zurückgreifen. Dann noch etwas Speisestärke, in meinem Fall allerdings Maisgrieß, weil ich einfach keine Speisestärke habe, sondern nur Maisgrieß und es ist vollkommen okay. Dann auch noch ein paar Fette, in dem Fall Alsan. Ihr könnt natürlich aber auch normale pflanzliche Margarine nehmen oder wenn ihr es eben nicht vegan haben möchtet, einfach Butter. Und außerdem dann, um dem Ganzen noch etwas Würze zu verleihen, natürlich etwas zum Süßen. In meinem Fall hier jetzt Erythrit. Ihr könnt natürlich aber auch Agavendicksaft nehmen, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr so low-carb. Und außerdem dann noch eine halbe Zitrone. Ich habe jetzt einfach direkt auf Zitronensaft aus der Flasche zurückgegriffen, weil es einfacher ist. So, und was müsst ihr dann machen? Es ist total easy. Ihr nehmt einfach alles, gebt es in ein Küchengerät rein oder in eine Schüssel, um es dann mit einem Handrührgerät zu machen. Ich in meinem Fall habe das einfach mit dem Thermomix gemacht und habe das Ganze zu einer glatten Masse rühren lassen, die auf jeden Fall für zwei Kuchen oder für einen Kuchen mit etwa 26 cm Umfang reichen sollte. Und ich würde euch empfehlen, die zweite Variante zu nehmen, denn mein Kuchen ist relativ flach geworden. Ich habe dann noch einen zweiten gemacht, der war noch etwas dicker und das war auf jeden Fall noch etwas besser vom Geschmack her. Also macht einfach von Anfang an einen großen Kuchen. Nur ich habe keinen großen Kuchen gebraucht, weil ich bin in der Diät. Außerdem solltet ihr den Ofen schon mal vorheizen und das macht ihr am besten auf 175 Grad bei Ober-Unterhitze. Dann nehmt ihr euch natürlich die Kuchenform zur Hand, füllt den Teig dort hinein und dann kommt er für ca. 60 Minuten in den Ofen. Anschließend macht ihr den Ofen dann nur noch aus und lasst ihn für 15 Minuten darin stehen. Ihr könnt ihn auch einfach komplett im Ofen abkühlen lassen oder eben hinausnehmen, falls ihr den Ofen nochmal braucht und ihn draußen abkühlen lassen. In jedem Fall solltet ihr ihn aber abkühlen lassen, denn die Konsistenz wird auf jeden Fall nochmal deutlich besser. Also das soll gesagt sein. Wie immer findet ihr die Werte und die genauen Mengenangaben unten in unserer Beschreibung. Dort auch nochmal mein Gutscheincode für euch, um eventuell Erythrit, Xylit, Kokosblütenzucker oder vielleicht ein paar Protein-Müslis zu kaufen. Außerdem haben wir uns überlegt, ob wir nicht demnächst mal ein Gewinnspiel machen sollen. Also schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob ihr Bock hättet auf ein Fit-Meals-Gewinnspiel und was ihr euch da genau wünschen würdet. Dann gehen wir da auf jeden Fall in einem der nächsten Videos drauf ein. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf leckere Süßkartoffel-Februar-Rezepte freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut, schön, dass ihr am Start wart. Ciao. Ihr könnt hier natürlich auch auf Flavlog.